Eric, this is a new stay up. What did you improve? We improved the comfort generally. We improved also the shape of the harness. We improved the rescue system. And the harness stay more durable than before. We have a fabric in Dyneema. And generally the comfort and the easy of use is much better than before. What's the weight of the harness? The weight is between 1.8 to 1.9 kilo, including the two back protections. There's a back protection in the back and under the seat. And the back protection is smaller than the packing volume is much smaller than before. And who will fly the harness at the X-Alps? In the X-Alps, there will be three pilots flying the harness, three official NEO pilots. It will be Maxime Pino, Tim Alongi, and Laurie Genovese. Claude, ihr habt jetzt ganz neu das Suspender 2 am Start. Was ist denn da ganz neu gemacht? Das ist der Nachfolger von unserem Suspender 1 und was vom neues Design und so weiter natürlich sich grundsätzlich unterscheidet, ist das System, wie die Rettung aufgehängt ist. Und zwar beim alten Suspender war die Rettung oben an den Schultern aufgehängt und bei dem haben wir uns komplett neues System entwickelt. Das nennt sich Stand-Up-System. Und hier ist es so, dass die Rettung zwar eingebaut ist, man kann das hier an der Seite sehen, die ist ganz normal eingebaut, aber wenn man sie zieht, hier kann man sehen, hier verläuft die V-Leine. Wenn man die V-Leine jetzt verfolgt, ist ein Aufhängepunkt hier vorne im Gurtzeug und der andere ist hier oben. Das heißt, du hast im Prinzip eine Aufhängung wie bei einem Frontretter, obwohl der Container eingebaut ist. Und unserer Meinung nach ist das ein großer Vorteil, nicht an den Schultern aufgehängt zu sein, sondern vorne an den Hauptkarabinern oder in der Nähe der Hauptkarabiner, weil du dann, wenn du an der Scherenstellung mit einmal deinem Rettungsschirm und deinem Hauptschirm, deinem Gleitschirm landen musst oder runterkommst, dass du keine Scherenstellung hast. Weil bei einer Scherenstellung ist es im Zweifel so, wenn es schlecht läuft, die Aufhängung an den Schultern zieht dich in die eine Richtung, der Gleitschirm ist vorne aufgehängt, der zieht dich in die Richtung und wenn du großes Pech hast, dann hast du eine Zugkraft in die Richtung, eine in die andere und du kommst im Zweifel auf dem Rücken auf und das sollte man natürlich vermeiden. Und bei diesem System ist es so, dass wir das lange entwickelt haben, getestet haben und für uns die einzige sinnvolle Alternative erscheint, dass du, also hier ist es so, dass eben beide Schirme, beide Zugkräfte in eine Richtung gehen und du kannst bei dem im Suspender, wenn du am Rettungsschirm und an deinem Gleitschirm hängst, wenn beides wieder fliegt, kannst du trotzdem sitzend oder so im Liegegurtzeug sitzend einfach weiterfliegen. Du kannst dich aufrichten, wann auch immer du möchtest, wenn du landest. Kannst das selber kontrollieren. Und das ist halt für uns, unserer Meinung nach, ein Riesenvorteil. Was wiegt das Gurtzeug eigentlich? Das ist relativ leicht. Das sind so 4,5 Kilo, je nach Größe. Und Protektor ist der Choroidprotektor? Genau, das ist der große Choroidprotektor. Das heißt, der geht im Prinzip hinterer Oberschenkel los und endet ungefähr hier vorne. Also es geht komplett über den ganzen Rücken, ohne Lücke, wo die Rettung oder irgendwas eingebaut ist, wie das sonst ja der Fall ist, dass man den Protektor klein hat und dann ist irgendwie nichts und nur ein Komfortschaum. Bei uns ist wirklich durchgängig dieser Choroidprotektor, der die Aufprallenergie auch komplett absorbiert, nicht wieder zurückgibt und genau. Aber beim Pack muss ich aufpassen, also knicken darf ich den nicht. Ganz richtig, das ist richtig, wenn du ihn knickst, also ist eben nicht zum Knicken gedacht, weil er ja keine Sollbruchstelle hat wie andere Gurtzeuge, sondern ist ein durchgängiger Protektor und man muss einfach nur einen Packsack haben, der entsprechend lang ist, dass man das Gurtzeug einfach so einpacken kann.